Tag der Polizei fiel heuer mit dem Tag der Amtseinführung des neuen burgenländischen Landespolizeidirektors Magister Martin Huber zusammen. Nach der Dekret- und Fahnenübergabe ging es dann zum Schloss Esterhazy. Dort warteten bereits viele Besucher, die von der Polizei ausgestellten Geräte besichtigen und sich auch Sicherheitstipps holen konnten. Auch 74 Polizeischüler wurden in Anwesenheit von Minister Wolfgang Sobotka und Landeshauptmann Hans Nissel angelobt. Ich darf Sie hier an der Veranstaltung zum Tag der Bundespolizei, der Landespolizeidirektion Burgenland vor dem Schloss Esterhazy recht herzlich begrüßen. Ziel, das wir immer wieder anstreben. Leben im Burgenland heißt sicher leben. Warum ist der Stellenwert so hoch? Schon 1921, und wir feiern heuer 95 Jahre Burgenland, hat die Polizei, damals Gendarmerie, wesentlich dazu beigetragen, durch die sogenannte Landnahme, dass das Burgenland ein selbstständiges Bundesland für Österreich geworden ist. Ein unschätzbarer Wert, wo die Exekutive einen immens großen Beitrag geleistet hat. Ja, was mir besonders gefällt, ist die Zusammenarbeit mit dem Herrn Landeshauptmann, wo wir gesagt haben, wir wollen das meiste in die Sicherheit investieren. Das heißt, wir sind die einzige Landesregierung, die in puncto Sicherheit so viel investiert wie kein anderes Bundesland. Das heißt, wir haben ein eigenes Hauptreferat Sicherheit geschaffen, das hat es noch nie gegeben. Wir spezialisieren uns auf den Kernbereich Sicherheit. Wir haben auch das Projekt Sicherheitspartner ins Leben gerufen, das kooperiert mit dem Bürgerservice, mit Alarmanlagenservice, das kooperiert mit Nachbarschaftshilfe und natürlich mit dem Bundesministerium gemeinsam mit dem Innenminister werden wir versuchen, das Projekt gemeinsam sicher österreichweit auch zu koppeln. Ihnen noch ein herzliches Dankeschön bei allen, die in der Landespolizeidirektion für die Ausrichtung des Tages, des Bundestags für die Polizei gearbeitet haben, vorbereitet haben. Egal, ob das jetzt das Kuratorium Sicherheit Österreichs, ob das die Hundestaffel ist, die Kinderpolizei ist, vor allem bei der Musik auch, die zuerst schon den Festakt umrahmt hat, jetzt das Heraufgehen, wirklich ein stimmiges Bild, und ich gratuliere Ihnen, die Sie eintreten und heute das erste Mal ausgemustert werden und damit Ihren Dienst der Polizei antreten, und freue mich schon auf die Nächsten, die so hier noch im weißen Hemd und der schwarzen Krawatte. Es sind keine Kellner, ja? Das sind die Einzutretenden in diesen Dienst, und vor allem herzlichen Dank auch bei der Ehrenformation und für die festliche Ausrichtung. Sehr, sehr gut. Wir versprechen heute, unserem Vaterland und seinen Menschen treu zu dienen. Ich ersuche nun die jungen Kolleginnen und Kollegen, mir die Gelöbnisformel
laut und deutlich nachzusprechen. Ich gelobe, die Gesetze der Republik Österreich zu befolgen. Und alle mit meinem Dienst verbundenen Pflichten, treu und gewissenhaft zu erfüllen. Vielen Dank. Wenn 75 junge Burgenländerinnen und auch aus den Nachbarländern, aus Wien und aus Niederösterreich, sich zum Polizeidienst bekennen, noch dazu ein Drittel Frauen, dann schlägt natürlich das Herz eines Bundesinnenministers höher. Weil wir brauchen die besten Leute und viele haben davon Berufserfahrung schon gehabt und sich zur Polizei dann nochmal eine Ausbildung zu unterziehen, zeigt, dass sie wirklich auch an der Rechtsstaatlichkeit Österreichs ein großes oder für die Rechtsstaatlichkeit ein großes Anliegen haben, sie auch durchzusetzen und schlussendlich, dass sie auch mit ihrer ganzen Einstellung heraus wirklich auch uns Garantie geben, dass es mit der Republik gut weitergeht. Was wünschen Sie unseren Jugendpolizisten? Ja, dass sie aus ihren Einsätzen, die oft sehr gefahrvoll sind, wieder gesund und wirklich auch persönlich unversehrt nach Hause kommen. Das ist das Wichtigste. Wir haben das leider Gottes erlebt, gerade im heurigen Jahr, dass verletzte Polizisten zu beklagen sind, vor allem ein Todesfall. Ein junger, sehr hoffnungsvoller Polizist. Da ist die Gesundheit für mich das Erste. Und dass sie Freude am Beruf finden und dass sie aus dieser Genugtuung, dass sie die Bevölkerung sehr wertschätzt, eigentlich immer wieder die Kraft haben, von Neuem zu beginnen. Denn der Polizeidienst ist ein sehr fordernder und verlangt den Menschen wirklich nicht nur das technische Rüstzeug ab, sondern auch viel Psychologisches. Ja, es ist eine große Ehre gewesen, dass der Bundesminister anwesend war und mich und vor allem also die ganze Klasse freut es, hier anwesend zu sein und heute angelobt worden zu sein. Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, heute wurde der neue Landespolizeidirektor in sein Amt eingeführt. Welche Impulse erhoffen Sie sich von ihm? Ja, wir sind alle wirklich in Bezug auf die heutige Ernennung des Landespolizeidirektors sehr erfreut. Martin Huber war ja nicht nur im Hearing der Beste, sondern hat Riesenerfahrung. Der war schon vor Jahren Sicherheitskoordinator des Burgenlandes, war der Sicherheitssprecher aller Bezirkshauptmänner und Hauptfrauen. Also so gesehen muss man sagen, Gratulation dem Martin Huber und ich freue mich schon auf die zukünftige Zusammenarbeit. Ja, es war ein super Tag, es war ein super Erlebnis. Also auch vor allem jetzt, weil wir erst 2 Monate bei der Polizei sind, dass wir einfach das alles einmal erleben dürfen. Und es war trotz der Wärme super, wirklich super. Warum sind Sie Polizistin geworden? Ja, ich wollte einfach einen sicheren Beruf haben. Es ist einfach den Leuten zum helfen und ja, ich bin einfach gern da für andere Leute. Heute als erster Tag wurde Sie angetreten als Polizeichef. Wie fühlen Sie sich da? Ja, es ist, glaube ich, ein schöner Augenblick und ich muss aber sagen, ich freue mich auf die Zusammenarbeit und weiß auch, was das für eine Verantwortung ist, für die Polizistinnen und Polizisten hier als Chef zu sein. Und gleich am ersten Tag wurden viele neue Polizistinnen und Polizisten angelobt. Sie sind auch freilich dabei. Wie war das, das alles erste Mal dabei sein bei der Angelobung? Also ich glaube, dass das ein wunderschöner Augenblick für die jungen Polizistinnen und Polizisten ist. Und ich muss auch sagen, ich habe heute in meiner Antrittsrede auch gesagt, dass mir die junge Generation, die mit dem Internet, mit den Smartphones, mit der neuen Technologie aufgewachsen sind, eine wichtige Generation sind. Und gerade diese jungen Polizistinnen und Polizisten werden diese Generation in Zukunft auch begleiten.